Nee, damit lang möchte ich nicht. Hallo! Dings City! Pokémon Heidi Heil machen und so. Heidi! Oh mein Gott! Hilfe! Ich heiße Bill und wer bist du? Oh, Ness lautet also dein Name. Hör mal, ich bin der Erfinder des Pokémon-Übertragungssystems. Aber ganz allein mit meinem Verdienst ist es natürlich auch nicht. Du kennst doch die Hoenn-Region, oder? Dort wohnt jemand namens Lanette. Sie hat das Lagerungssystem um einiges benutzerfreundlicher gemacht, als es in meinen ursprünglichen Entwürfen war. Wenn wir auch weiter unser Bestes geben und alle gleichgesinnten Trainer aus dem ganzen Land zusammenarbeiten, können wir das System zum Tauschen und Lagern von Pokémon sicher auch in Zukunft noch sehr viel verbessern. Ich glaube, ich sollte zu langsam mal wieder zurück nach Dukatia City. Ich will mich mal wieder zu Hause blicken lassen. Also dann, mach's gut. Was laberst du mich voll, Bill? Hast du das gehört? Streckt sich lang und macht ein Päuschen. Ja, Päuschen jetzt schon. Willkommen, willkommen. Wollen Sie irgendwas? Ja, gib mir deine Heilkräfte und sowas. Was? Ich bin nicht high. Nein, ich war auch noch nie high und werde auch nie high sein. Das habe ich nämlich nicht vor. Ich laufe halt mit so einem Safcon-Ding hinter mir her. Und? Was sagst du dazu, Mädel? Was? Ich bin auf dem Weg zum Tanztheater, um tanzen zu üben. Kommst du mit? Ja, ich kann nicht mal antworten. Hallo? Was ist das denn für ein Scheiß? Vielleicht will ich ja tanzen. Hi. Was ist das denn? Tanztheater? Hey! Lass endlich dieses langweilige Gezappel und legt mal einen anständigen Hula aufs Parkett. Dürfte ich euch gnädigst darum bitten, eure Zwischenrufe einzustellen? Was soll das heißen? Hat das Publikum etwa nicht das Recht, selbst zu bestimmen, was es sehen will? Soll ich euch mal zeigen, wie man es richtig macht? Dreh dich, bist ihr schwindelig? Bist du behindert? Hast du das gesehen? Was bildet sich dieser Kerl von Team Rocket eigentlich ein? Meinen Kimono-Girl solchen Ärger zu bereiten? Du bist doch ein Trainer, oder? Dann rette sie gefälligst. Ja, du hast einen Endhorn, hallo? Alter. Fräulein, ist alles in Ordnung? Ja, ich mache ja schon was. Hör auf dich zu drehen, das nervt die Leute. Hä? Was soll das werden? Stellst du dich mir etwa in den Weg? Der tanzt auf der Bühne rum. Was ist das? Haben die Entwickler da irgendwie Drogen genommen oder haben sich einfach so im Kreis gedreht und dachten, das müssen wir einbauen? Oh ja, auf jeden Fall. Smogon! Also ich denke mal, Glitzerfee hat eine bessere Chance. Oh, fuck. Lena! Warum auch immer, aber Lena. Ach, scheiße, sie hat ja gar nicht. Ich wollte ihr doch. Oh, Kampfstrahl. Stirb! Wir kriegen das ganz langsam hin. Was? Warum gehen Sachen daneben? Ihr Licht! Lena? Warum? Lena, hör auf damit! Ha! Ha! So kriegen wir dich auch down. Und jetzt bitte an ihr Licht. Ich möchte nämlich, dass Lena auch voll cool wird. Auch wenn sie eigentlich gar nichts drauf hat. Smogon brennt! Oh no! Das ist ja echt. Oh wow! Verbrennt und verwirrt. Ha! Und verwirrt sich selbst vor Verletzung. Was? Was? Satz. Bau? Was? Ruxukip, wir machen bestimmt das richtig, richtig fetten, krassen Schaden, yo. Boah, das ist so krass. Nicht mal verwirrt? Nee, das geht mal. Hörst? Nein, nein, sie ist jetzt nicht ver. Oh, du hast es nicht echt gemacht, oder? Du hast es jetzt nicht echt gemacht. Du hast Lena vergiftet. Alter, ist das denn. Okay, naja, verbrannt, vergiftet. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Das ist jetzt, glaube ich, fair. Diese Geräusche sind ja echt zauberhaft. Dafür bist du jetzt verwirrt und siehst Entchen. Wenn du jetzt Angst vor Entchen hast, dann hast du Pech gehabt. Ha, 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 ha. Und er ist verwirrt. Und er wird Rauchwolken dingsen. Hör auf! Haben wir vielleicht ein Beutel, ein Statusheilmittel, ein Gegengift? Ja! Lena, hör auf, vergiftet zu sein. Das finde ich nicht cool. Tackle? Boah, krasser Typ auf jeden Fall. Stirb doch einfach. Und bist tot. Oh mein Gott, war das ein krasser Fight, Junge. Das nennt man dann wohl verloren. Aber es war ein ganz spannender Kampf, ne? Das haben wir echt cool gemacht. Ich bin wohl doch nur ein Schmalspur-Ganova, achso. Oh nein, ich habe ganz vergessen, dass wir gleich mit der Durchführung unseres teuflischen Plans beginnen. Wenn herauskommt, dass ich hier faulenze und alles aufhalte, lassen Sie mich gleich wieder ganz unten als Schuhputzer anfangen. Ich muss hier auf der Stelle weg. Ja, fall doch einfach runter. Ich hätte jetzt so gelacht, wenn er runtergefallen wäre, aber richtig. Ihr seid Ness, nicht wahr?
Das war wirklich beeindruckend. Ihr seid gutmütig und stark. Und ihr versteht euch ausgezeichnet im Training von Pokémon. Das ist gerade mal neu, das Ding. Das Ding. Ich wusste einfach, dass ich mich in euch nicht getäuscht hatte. Ho. Weihnachten ist noch nicht, jo. Oh Gott, verschluckt. Oh Gott. Aber ich führe wieder Selbstgespräche. Hört mir am besten einfach nicht zu. Ja, das ist wahrscheinlich besser so. Oh nee, der alte Mann, was willst du? Das war wirklich meisterhaft. Einfach fabulös. Beherzte junge Leute wie dich sieht man nicht alle Tage. Wer hat gesagt, dass du mich duzen darfst, ey? Hier, das ist dein kleines Dankeschön. Nur mal klein... Nimm es ruhig an. HM03 erhalten. Fliegen? Ich will fliegen können. Die Attacken darin nennt sich Surfer. Damit bretterst du mit deinen Pokémon in Windeseile mit Wellen. Yay! Windeseile, brettern, surfen, Wellen. Yay! So, das war jetzt mal unsere gutmütige Arbeit heute. Was ist hier los? Es ist sehr interessant. Verstehe ich nicht, aber okay. Was ist hier so los? Hallöchen. Oh, suchst du mit deinem Pokémon-Team nach dem großen Abenteuer? Tja, aber zu einem echten Abenteuer gehört auch immer eine Schatzsuche. Habe ich nicht recht? Ja, natürlich. Haha, du weißt offensichtlich ganz genau, was Männerherzen höher schlagen lässt. Ja. Ja, ich weiß es auf jeden Fall. Du gefällst mir. Oh, hier, nimm das mit. Item, Radar. Warum denn nicht? Überall um dich herum gibt es Items, die du nicht mit bloßen Augen sehen kannst. Das sind Geister, wuhu, Ghost Towns und so. Nimm den Finger immer auf deinen... Nee. Nein. Nee. Nö. Nee. Am ehesten bist du für den Finger. Nein. Gerüchte zu versetzen, Atomruine von... Lass mich in Ruhe. Was hältst du davon? Glitzerfee sitzt ganz still und starrt nach unten. Oh, schüchtern. Ich habe noch gar nicht angeguckt, wie Glitzerfee so drauf ist. Glitzerfee. Achtet auf Geräusche und ist robust. Also robust bist du auf jeden Fall, ja? Wie lustig. Das war so lustig. Wow. Verstehe ich ja echt. Jetzt echt. Und so. Miau. Hallo, alter Mann. Willst du zu Jens, dem Arenaleiter? Jens! Tut mir leid, aber er treibt sich gerade irgendwo in der Turmruine um. Ich muss dich leider wieder wegschicken. Was ist da gemein? Er hat mich rausgeschubst. Wie aus dem Café heute. Wir wollten nur Kuchen essen. Und die Frau rein. Haben sie reserviert? Wieso nein? Ja, dann müssen die leider gehen. Und der Laden war kaum voll. Okay. Ja, das hat mich echt bedrückt. Ich habe fast geweint. Nein, natürlich nicht, aber man muss da so ein bisschen übertreiben, ne? Damit man Attention bekommt. Attention, Attention. Nee, das meine ich jetzt nicht mit Attention. Mann. Wir können uns ja noch ein bisschen die Welt ansehen. Die pinke, wunderbare Welt. Die Kirby-Welt. Oh mein Gott, das sind alles Kirbys. Und das ist ein Kirby. Er ist rund, puffelig und... Puffelig? Gott. Und pink und knuddelig. Und ich möchte ihn aber nicht knuddeln. Das ist nicht... Wir laufen rückwärts. You, Moon, Walk. Mann, ey. Das ist so blöd. Nee, ich krieg das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht, okay? Wir müssen einen Neustart versuchen. Hoppla. Neustart, ja. Ich bin zum zweiten Mal bei dieser Aufnahme. Ist es denn deren fucking Ernst? So, wenigstens sind wir wieder völlig geheilt. Wo ist diese fucking Turmruine? Geh weg. Hi. Bevor der Turm, der hier einst stand, den Flammen zum Opfer fiel, soll er noch um einiges höher gewesen sein. Rein da! Rein mit dir. Ich glaub, das ist die Turmruine. Turmruine, wusste ich. Da oben ist ein Radikal. Ja. Ist das deren fucking Ernst? Echt jetzt? Ist das deren Ernst? Glitzerfee hebt den Blick zum Himmel. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Eusin, mein Name ist Eusin. Ich reise durch die Weltgeschichte, um ein Pokémon am Sukun zu finden. Und du bist Denise. In Ordnung, angenehm. Ich bin hierher gekommen, weil man mir sagt, dass Sukun halte sich hier auf. Wirf mal einen Blick ins Untergeschoss, durch das Loch im Boden dort drüben. Deine Augen drücken dich nicht. Da sind Sukun und die legendäre Pokémon. Du kannst gehen versuchen, zu ihnen herunterzugehen. Aber sie werden auf der Stele Reis ausnehmen. Glaub mir, ich spreche hier aus Erfahrung. Ja, es ist mir doch egal, was du sprichst. Du kannst auch Litauisch sprechen, ist mir auch egal. Ich bin Jens, meines Zeichens Leiter der Arena von Tech City. Mein alter Kumpel Eusin, dieser Name auch, ist hier gerade, ist, und da hat sich eben so anbietet durch Kelm,
In TXT gibt es schon seit Urzeiten eine Sage, die sich um die legendäre Pokémon Sikun, Entei und Raikou krankt. Komplexer halt. Als Arenaleiter von TXT muss ich, was solche Sachen angeht, natürlich immer auf dem neuesten Stand bleiben. Ja, okay. Oh Gott, Geister, Pokémon. Nee, ein Ratti-Fratzi und so. Glitzerfee, ich glaube, das kannst du noch nicht. Nee. Nee, raus hier schnell! Nein! Oh, was? Boah, das gibt es aber richtig Stress hier. Lumen, killen, töten. Lumen, los. Nein, du verfickter Fu. Oh, sorry. Sorry für diese Ausdrücke. Das wollte ich natürlich nicht ausdrücken. Kann man da nicht irgendwie mal was machen hier, dass die... Mann, ich bin so überhaupt nicht gelevelt. Und raus hier, schnell. Ich muss dich heilen. Ich muss hier raus heilen. Hallo, aus dem Weg. Es geht um Leben und Tod. Leute, es geht hier um Leben und Tod. Scheiße. Wenn du jetzt Verfolgung machst, dann hasse ich dich. Weißt du, was wir jetzt machen? Genau, Melby wird dich retten. Melby, töte ihn. Du scheiß verficktes Mistvieh. Nein, Melby, töten. Töten, Melby, töten. Töten, Melby. Los. Ist wichtig. Danke. Ihr feine Kinder. Schön gemacht. Vielleicht sollte ich erstmal ganz kurz ihn ein bisschen leveln. Aber ich müsste eigentlich alle mal ein bisschen leveln. Aber ich will noch, dass wir sehen, wie er sich entwickelt. Sie. Es ist eine Sie. Glitzerfee ist eine Sie. Auch wenn es cooler wäre, wenn er wäre. Was? Ja. Das wäre eigentlich ganz lustig. Dann wäre es ein kleiner Glitzerfee. Smetbook Glitzerfee. Egal. Ist halt weiblich. Können wir jetzt nichts tun. Operation wäre auch nicht so cool, denn das Geld haben wir ja nicht. Und ja, ich glaube... Ihr würde das auch nicht so gefallen. Yay! Das heißt, Sandan muss eigentlich... Warte, was habe ich denn gerade für ein Team? Ich weiß nicht mal, ob ich Melby überhaupt drinnen lasse. Ich weiß nicht mal, ob ich alle überhaupt drinnen lasse. Ich weiß gerade gar nichts. Also lasst mich in Ruhe. Lasst mich. Oh, wow, ihr habt euch bewegt. Wow. Ja, wer ist denn das? Oh, scheiße, wenn ich jetzt gegen dich kämpfen muss, ich bin am Arsch. Marco! Ich bin Marco. Was denn, du schon wieder... Du planst sicher, dir das legendäre Pokémon zu schnappen, das hier auftauchen soll, um dich damit ins Rampenlicht zu rücken. Aber das kannst du dir abschminken. Hör mir gut zu. Die legendären Pokémon gehören ganz allein mir. Denn ich habe mir geschworen, der stärkste Trainer der Welt zu werden. Wegen Attention. Schlagst du dich nur nach Herzenslust mit den Schergen von Team Rocket rum. Das passt viel besser zu dir. Oh Mann, ich will aber nicht gegen dich kämpfen. Marco, ich habe doch keine Chance. Ich habe Glitzerfee vorne. Okay, Melby, es ist deine Chance. Töte dieses Monster. Oh, Horrorblick, kein Problem. Wir töten dich. Warum setzt du denn schon wieder Fluch ein? Ich hasse dich. Fufufu. Nein, Fufu. Weiterkämpfen. Nein, Lorbelat, ich hasse dich so sehr. Wie sehr ich dich hasse, Gena. Nein, du hast es nicht echt. Du Fafu. Nina. Inanu. Scham wäre nicht gut. Sondersensor. Nein, du verfuhtes Ding. Nein, wir sind, glaube ich, gleich down. Metronom. Nein, schnell rette dich. Weißnebel. Was hat mir das jetzt gebracht? Eigentlich gar nichts. Lena. Du kannst zwar nichts tun, aber mach dann bitte mal einen Konfusstrahl drauf. Feines Kindi und gleich, wenn es aufwacht, machen wir einmal Feuer drauf, ne? Ja, Ruxukip. Lorblatt schläft immer noch, Ruxukip. Schläft immer noch, Irrlicht. So. Und jetzt können wir Irrlicht drauf machen. Bist du es eigentlich noch, bist du noch verfudit? Nicht mehr verwirrt. Nee, du darfst mich doch nicht vergiften. Ich hasse dich dafür, dass du das tust. Nein, ich hasse das. Hör auf, mich zu vergiften. Ich hasse das so sehr. Ja. Pfirsichbeere. Heilt Sachen. Zauberblatt. Nein. Obala. Entschuldigung, vergessen. Hätte ich doch jetzt nur Anziehung. Warum habe ich das nicht? Fuck. Dann wäre ich eigentlich Imba. Ruxukip. Ich kann sonst nichts anderes tun. Nein, Synthese. Nein. Ruxukip. Synthese, nein. Wir müssen, glaube ich, wechseln. Aber ich weiß noch nicht, ein Fußstrahl. Achso, es ist immer noch verwirrt. Jetzt aber töten. So, jetzt können wir wechseln. Jetzt können wir gerne wechseln. Ich weiß noch nicht. Miau.
Lumen, Lumen, tu mal irgendwas Cooles. Und dann können wir gerne, Donnerschlag, ich weiß nicht, bringt das was? Synthese, nein. Nein, das ist nicht sehr effektiv. Natürlich nicht, natürlich, aber Kopfnuss. So, jetzt Kopfnuss und Verbrennung und ja, wir kriegen das alles hin. Nein, nicht Synthese. Wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass dieses verfickte Scheißding keine Synthese mehr einsetzt. Ich spule jetzt vor, weil das wäre wahrscheinlich wieder so ein richtig fetter, langer Kampf. Nein, das hast du jetzt nicht getan. Vielleicht schaffe ich es dich zu töten. Nein, Synthese. Ich hasse Synthese so sehr. Wie ich es hasse, Beutel. Genau. Ja, auf Dingens. Zauberblatt. Nein. Nicht, hör auf. Wir müssen ihn jetzt irgendwie killen. Giftpuder? Verfuhtes Scheißteil. Ah, nee, ich muss dich heilen. Das geht sonst nicht anders. Das geht sonst nicht anders, habe ich gesagt. Ich muss dich echt heilen. Mit einem Supertrank, ja. Mit einem Supertrank werde ich dich jetzt heilen. Verfickte Scheiße, Mann. Zauberblatt. Ich hätte dich killen können. Ich hätte dich verfickt nochmal killen können. Nein, wenn du jetzt überlebst. Nein, oh gut, wir überleben. Wir überleben das. Aber dafür ist Lumen jetzt tot. Lumen, nicht tot sein. Lumen, nein. Glitzerfee. Einfach nur mit Glitzerfee ein bisschen. Oh, Zubat. Oh, das ist schlecht, ne? Dann setze ich doch einfach mal Dave ein. Den habe ich jetzt, glaube ich, nicht ganz so gut. Flügelschlag. Ja, genau. Komm hier einmal Eiszahn. Einfach nur, weil ich es kann. Und weil du Flug bist. Ha! Ich wusste es, weil du nämlich Flug bist und das ist nicht ganz so gut, stark und so. Und, Magnetilo. Warum hast du Magnetilo, ey? Dafür, dass du so ein Schwächling bist, lässt du echt nichts unversucht, oder? Nee, aber ein Irrlicht kriegst du jetzt. Und Feuer ist gut. Und warum haben wir eigentlich keine Feuerattacken? Mann, Lena, du bist ein Feuer-Pokémon. Was? Warum bist du jetzt verwirrt? Ich wollte dich doch verwirren. Ich wollte dich doch verwirren. Nein. Oh, jetzt macht der diese ganzen Sachen, die ich auch eigentlich machen wollte. Du verfuhtes Teil. Nein, 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 du hast mich umgebracht. Du hast Lena umgebracht. Dave, töten. 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 Ich weiß, dass es nicht effektiv ist, aber ist mir egal. Stirb an Feuer. Merkst du eigentlich, dass ich mich für dich zurückhalte? Ja, du hast nur noch so einen kleinen Balken und ich habe noch drei Pokémon. Obwohl zwei nichts nützen, aber es ist mir egal. Und ist ein Supertrank einsetzen, ne? Ach, er ist tot. Bam, bam, bam. Mit Eis gekillt, Junge. Hust, hust, hust. Dave erhält Punkte. Genau deshalb kämpfe ich nicht gerne gegen Schwächlinge. Da wird man sofort unvorsichtig. Ja, genau. Ist klar. Ist klar. Ach, egal. Du schaffst es sowieso nie, dir ein legendäres Pokémon zu schnappen. Ey, bist du behindert? Geh mal weg hier. Aber ich hab dich besiegt. Heul. Doch, bitte. Was? Außerdem müsste ich mal irgendwie meine Pokémon heilen. Und ich möchte unbedingt, dass du dich entwickelst. Mann, ich möchte eine kleine Glitzerfee haben. Die Pokémon erlernt. Was? Die Attacken erlernt. Mann, bitte. Ich bitte dich, bitte. Das kann man nicht machen mit Glitzerfee. Wegen Vanessa, bitte. Irgendwie, ich bitte dich da. Vanessa, ich glaube, ich nicht. Dingslied von... Ach, wer das nicht kennt, ist auch besser so, Mann. Der auf jeden Fall geheilt hat, nicht so eine Störung wie ich. Bla, 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 Mio. Habe ich schon mal erzählt, dass ich bei Verraten genauso so schnell rede und zu leise und das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Und ich möchte bitte rein und gegen Radfratz kämpfen. Turmruine, da oben ist ein Radikal. Wahrscheinlich ist das der Endboss für diesen... da kommt man nicht lang. Okay, who cares? Kann man da hinten noch lang gehen? Nee, kann man nicht. Okay, dann gehe ich hier lang. Sollte man hier speichern? Ich speichere jetzt mal. Warum spreche ich das eigentlich aus wie so ein ganz bescheuerter Mensch? Mir fehlt kein Wort ein. Schon 10 Stunden am Zocken. Wuh, wir sind so gut. Wupp, wupp. Party, Party. Party, Party. And yeah, wollte ich eigentlich sagen, war egal. Oh nein. Bleib doch hier. Oh nein. Reiku, Entei. Entei und Shikun. Kämpfen wir? Oh, der hat mich angeblinkelt. Oh, wie süß. Habe ich euch gesehen? Shikun ist wie ein geölter Blitz direkt in die vorbeigerannt.
Weihnachtsjahre verfolge ich schon und besuche nie mit dem Mond und nie mit dem Welle. Ja, aber bist du gut, weil sie gar nicht wollen klar, wer du bist. Das Pokémon aus der Legende von TXT nähert sich angeblich nur demjenigen, der dessen Stärke ist, auch an der Hand. Schon in Zukunft vorauf, versuche ihn bis näher in der Geschichte auf. So gut und so gehen, genau wie du. Also gut, nerven Sie sich. Ich wusste nicht, wie ich den gesprochen hatte, deswegen war das gerade ein bisschen blöd. Aber ist ja kein Problem. Denn das ist ja alles kein Problem hier, denn es war ja anscheinend irgendwie normal, dass wir Pokéball. Und Radfratz. Smogon. Ne. Nee, das ist aber jetzt nicht cool. Müssen wir es töten mit Dave. Was? Warum tust du das? Töten? Warum setzt sich Eiszahn ein? Ach, weil es einen Falltreffer gibt. Natürlich. Ey, Dave hat ja fast ein Level ab, aber ich wollte aus dem... Hallo? Ich wollte doch dahin. Ich glaube, ich nehme es noch ein bisschen länger auf. Ja. Warum denn nicht? Weil ich möchte ja, dass Listerfee sich entwickelt. Das wäre voll cool. Alter, das hast du jetzt nicht getan. Boah, stirb, du verficktes... Entschuldigung. Das habe ich nicht gesagt. Alter, jetzt reicht's doch mal mit euch. Smogon, du Ja, da. Dave, töten. Miete, bitte, Eiszahn. Nein. Dave, ist das dein fucking Ernst? Töte ihn doch einfach. Töte ihn doch... Dave, das ist gerade nicht in Ordnung. Danke. Ja. Ja, und entwickel dich jetzt, bitte. Hey, Glitzerfee entwickelt sich. Oh, das ist ein wunderbarer Augenblick. Oh mein Gott. Ist das schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Glückwunsch, deine Glitzerfee wurde zu Smetbo. Der richtige Glitzerfee, die rumglitzert. Smetbo. Glitzerfee starte ich an.